Moin, hier ist Axel vom Major Gamer und vom UCC Hamburg. Ich sage ja immer, Sparring ist eines der wichtigsten Sachen, wenn man im Kampfsport oder in der Kampfkunst weiterkommen will. Aber was nützt einem Kämpfen, wenn man nicht kämpft? Deswegen sind wir auch mal fleißig dabei, Sparring zu machen. Hier einfach mal ein paar Ausschnitte aus den letzten 2 Wochen von der Thai Kickbox und von der UCC-Gruppe. Habt Spaß beim Gucken. UCC Major Gamer. Kelle. Ist geil, zum Gedenken an Bad Spencer. Weg, weg, weg. Oh!
kuscheln. Ja, das ist Weltrück im Training, ne? Wer sich hier schön gematcht wird. Sind die Jungs hier fleißig am Techniktraining. Fleißig am Sitzen. Du machst das ja echt gut, aber du lässt dir viel zu viel einschenken. Ja, ich weiß, mehr rausgehen, ne? Nicht immer alles mit dem Kopf blocken, eben. Da musst du mal beiseite nehmen. Gerade bei so einem Berber wie den da. Naja, aber guck mal, das ist eben genau der Punkt. Die hauen sich auf dem Abel, sind trotzdem die besten Freunde. So muss das sein. Das ist echter Sportgeist. Jawohl. Sehr schön, Jungs. Guter Job, wie immer. So muss das sein. Oh, halbe Minute. Sauber. Eine gute Truppe zusammengezüchtet. Nochmal für alle, UCC Spike machen wir hier mit Sandsackhandschuhen. Ja. Diese Dinger vom Waffensport, die haben einigermaßen Polster, aber natürlich nicht so dick ist wie die dicken Boxhandschuhe. Das heißt, hier muss man schon die Kraft rausnehmen aus den Schlägen, sonst sind so eine Runde nicht lang. Weil hart hauen können wir alle, ne? Aber die Kunst ist es, so zu arbeiten, dass man den anderen trifft, ohne ihn gleich kaputt zu machen. Jo, sonst wäre ein Spike auch sinnlos, ziemlich kurz. Ne? Also, ja, hier, Waffensport. Viele Leute, die ich hier gesehen habe, sind natürlich schon eine gewisse Zeit dabei, haben ein gewisses Know-how und einige sind eben auch Wettkämpfer. Für die ist es natürlich normal, da auch mal ein bisschen Härte reinzubringen. Wenn Leute hier anfangen, dann geht das natürlich nicht so zur Sache. Da wird erstmal schön locker gearbeitet, also wirklich langsam, so dass sich das Ganze steigert. Das ist wie eine Fahrschule. Ne? Erstmal fährst du mit 30 und dann fährst du mit 50 und irgendwann fährst du mit 100. Ja, so funktioniert das und das machen ja vernünftige Schulen alle so. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil einige Leute sagen, haut euch da so doll, da gehe ich nicht hin. Das ist natürlich Quatsch. Das ist erst, wenn ein gewisses Level da ist und wenn man da auch Bock drauf hat. Also da wird niemand zu gezwungen. Also in dem Sinne, UCC, Major Game, Vollgas.